Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Projekt für den Channel. Und die meisten werden jetzt genau wissen, was es ist, aber naja. Es verhält sich nun mal so, ich müsste nachgucken, wie lange es her ist, aber wir haben vor unzähligen Jahren, habe ich mal irgendwann Banjo-Kazooie gespielt. Damals mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einem Emulator, bin ich mir ziemlich sicher. Und naja, das hier ist jetzt halt die Xbox-Version, ja, ich bin mir sicher. Mehr als einmal löschen kann ich nicht. Mehr Spieler, da kümmern wir uns später drum. Wiederholung kümmern wir uns später drum. Ansonsten einen Spielstand kopieren brauchen wir nicht. Da liegt Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Vielleicht komme ich eines Tages da auch nochmal drauf zu sprechen. Aber verlasst euch nicht drauf. Ja, die Xbox-Version habe ich nie durchgespielt. Banjo-Kazooie ja, Banjo-Tooie nein. 2 Jahre sind nun vergangen, seit Banjo und Kazooie die böse Grundhöhle zu Fall brachten. Ja. In der Zeit gucke ich mal, YouTube ich mal und gucke, wann ich das aufgenommen habe, das damals. Nach dem Sturz aus ihrem Turm beguckt man sie tief unter der Erde, wo sie bis zu eben diesem Tag besiegen. Abgesehen von dem GBA-Teil. Ja, ich könnte zwar die Charaktere sprechen, aber da sie rumgrunzen, in Anführungszeichen, lasse ich das mal. Und ich bin erstmal still. Thank you.
Komm ab, an, ab, ja, komm, an, komm, ja, oh. Ja, und nach knapp, was haben wir jetzt, 12 Minuten? Nach 12 Minuten können wir endlich interagieren mit der Spielwelt. Unglaublich, aber wahr. Jerrel. Okay. Welch Grillparty? Wieso geflogen? Mein war geflogen, wie du hast Mist gebaut und wurde es rausgeworfen? Leider können wir erstmal für Jerrel gar nichts tun. Von daher ignoriere ich ihn einfach, weil ich ein netter Bär und Vogel bin und so. Ja. Dann warte du mal. Oh ja, wir können jetzt rein vom Prinzip, wenn wir wollen würden, hier nochmal Spiral Mountain erkunden. Wir kriegen von einem Charakter, den wir noch nie zuvor gesehen haben, Hinweise darüber, was wir gerade einsammeln, was... Ich meine, in der Theorie ist das sehr nett von ihm. Praktisch gesehen, wie gesagt, kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Und dementsprechend sollte er uns einfach gar nichts sagen, aber egal, ne? Im Prinzip ist das ja auch das gesamte Tutorial-Gebiet einfach nochmal von Banjo-Kazooie, in dem wir herausfinden können, was wir wie, wo, warum und sowieso machen sollen können. Aber insofern ignoriert das einfach. Mal gucken, wie funktioniert das denn? Nein. Okay. Aber wir machen erstmal ganz grob weiter. Es wird ein 100% Run, also keine Sorge, ich hole mir alles, was es zu holen gibt in dem Spiel. Aber ich lasse mir da Zeit. Das ist ein schönes, altes Nintendo-Spiel und ich lasse mir Zeit. Also abgesehen davon, dass ich natürlich dann alle Nase lang hier nichts mehr sagen darf, weil... Oder was ist das? Ob ich jetzt über Gegrunze rede oder nicht? Ich glaube, das stört keinen großartig. Wir haben jetzt einen riesigen Klungo. Aber ein riesiger Klungo ist auch nicht besser als ein kleiner Klungo. Und jetzt hat er sich hinter einem Schutzschild versteckt. Ich meine, der Horror ist groß. Und dasselbe Spielchen machen wir halt. Ich glaube, dreimal. Armer Klungo. Armer Klungo. Ja.
Okay. Ich stehe so ein bisschen auf verlorenen Posten da. Ich denke mir so, ist okay. Wie sind die gefahren? Wir werden diese Spuren das gesamte Spiel übersehen. Also, meine Güte. Wie sagt man immer so schön, den Führerschein auf der Kirmes gewonnen oder so ähnlich, ne? Und jetzt sind wir im Jinjo-Dorf. Nur, dass absolut nicht ein einziger Jinjo hier noch wohnt, existiert, wie auch immer. Außer hier drin. Thank you.
So, das ist im Großen und Ganzen jetzt der gesamte Plot, den wir brauchen oder sehen wollen. Wie in Kazui sozusagen, ne? Da hat man gesehen, sie will unbedingt die kleine Schwester umlieben. Ja gut, ist nie passiert. Jüngerling können wir jetzt angreifen, wie wir wollen, da passiert nichts. Wir können allerdings auch nicht auf das Ding hier springen. Und witzigerweise gibt er uns Hinweise für deutlich spätere Quests. Ja. Komm. Funktioniert ja doch. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hinweis. Anyway. Das war Part 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Ich freue mich drauf, mal wieder so ein bisschen den Vogel und den Bären raushängen zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir Bottles Familie kennenlernen und höchstwahrscheinlich dann auch endlich mal die erste Welt spielen. Weil wir haben sogar schon einen Boss unter dem Gürtel. Ne? Bär und Vogel toben sich auch im nächsten Video wieder aus. Wenn es euch gefallen hat, umso besser. Kommentiert das Video, liked es und zeigt es euren Haustieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Patreons. Ohne euch wäre das immer noch möglich. Aber es ist wunderbar, dass ihr mir eure Unterstützung zeigt. Bye bye!